Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Da ich in letzter Zeit hin und wieder die Frage bekam, ob Scar Kinder hat, dachte ich mir, dass wir uns heute mal mit Scars Familie beschäftigen. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesem Thema mehr zu verpassen. Und falls du Teil unserer Discord-Community werden möchtest, findest du den Link zu meinem Discord-Server unten in der Videobeschreibung. So, starten wir los mit dem Video. Im Film wird uns Scar immer eher als Einzelgänger präsentiert. Er hat weder einen Partner oder eine Partnerin, noch hängt er wirklich in der Höhle mit den anderen Löwen ab. Und zu seinem Bruder Mufasa hat er auch nicht gerade das beste Verhältnis. In Teil 2, Simbas Königreich, werden uns allerdings Sira und ihre Kinder präsentiert. Und Sira ist ziemlich verrückt nach Scar. Und man könnte sich jetzt denken, dass Sira vielleicht seine Partnerin war und Siras Kinder Scars Kinder waren. Allerdings war das nicht ganz so. Vorab gleich, das Video wird jetzt in zwei Themen gespaltet. Einmal Kanon, sprich das, was wir wirklich bestätigt bekommen haben durch Filme. Und Legends, alles was in Comics oder in Geschichten passiert. Gut, also starten wir chronologisch im Kanon. Im Zeichentrickfilm König der Löwen werden uns eigentlich nur zwei Familienmitglieder von Scar vorgestellt. Und zwar Mufasa, seinen Bruder, und Simba, seinen Neffen. Ihr Vater wird von Mufasa mal kurz erwähnt, allerdings bekommen wir den nie wirklich zu Gesicht. Ansonsten erfahren wir leider nichts über Scars Familie in König der Löwen 1. Wie sieht's jetzt in der Fortsetzung Simbas Königreich aus? Wie am Anfang schon erwähnt, ist Sira, der Bösewicht in dem Film, ziemlich verrückt nach Scar. Und außerdem sieht ihr jüngster Sohn Kovu Scar ziemlich ähnlich. Könnte es hier also sein, dass Sira Scars Partnerin war und Kovu, Vitani und Nuka ihre Kinder? Nö. Tatsächlich scheint Sira weder Scars Partnerin gewesen zu sein, noch war Scar der Vater von Nuka und Vitani. Und bei Kovu stellt sich diese Frage sowieso nicht, da wir im Film ja schon bestätigt bekommen, dass Kovu von Scar nur aufgenommen wurde. Kovu, Kovu, Kovu. Er ist nicht mal Scars Sohn. Scar hat ihn nur aufgenommen. Das war aber nicht immer so geplant. Wir werden im letzten Part dann nochmal ganz kurz auf den zweiten Teil und auch auf den ersten Teil eingehen, weil es ein paar Szenen gibt, die es nicht in den Film geschafft haben, beziehungsweise auch Storyänderungen, die in dem Fall ja jetzt nicht Kanon sind. Kommen wir zum König der Löwen Remake. Hier ist es allerdings ziemlich ähnlich wie beim Zeichentrickfilm König der Löwen. Die einzigen zwei, die wir aus Scars Verwandtschaft zu sehen bekommen, sind Simba und Mufasa. Allerdings erfahren wir im Remake etwas mehr über Scars Partnersuche. Er scheint hier voll in Sarabi verliebt gewesen zu sein, allerdings hat diese sich für Mufasa entschieden. Nach seiner Machtübernahme im geweihten Land versuchte sie sogar ein paar Mal zu seiner Königin zu machen. Allerdings hat sie absolut kein Interesse daran. So, das war's soweit mit dem Kanon, kommen wir jetzt zu Legends. Nochmal kurz zur Erklärung, Legends bezieht sich jetzt nur noch auf Comics und Geschichten, die jetzt nicht 100% wirklich im König der Löwen-Universum passiert sind. Starten wir hier auch wieder chronologisch und sogar etwas vor dem ersten Teil. Denn im Buch A Tale of Two Brothers sehen wir Scars und Mufasas Vater zum ersten Mal. Wir erfahren hier allerdings nicht sonderlich viel über die Beziehung zwischen Scar und seinem Vater. Es gibt hier allerdings viele Theorien, die besagen, dass Scar zu seinem Vater ein ziemlich schlechtes Verhältnis gehabt haben soll. Er soll Scar nie wirklich wahrgenommen haben und ihn auch nie wirklich beachtet haben. Mufasa stand für ihn immer an erster Stelle, was Scars Eifersucht begründen könnte. Zu seiner Mutter wiederum soll er laut diesen Theorien eigentlich eine recht gute Beziehung gehabt haben. So viel zu seinen Eltern. Machen wir einen kleinen Zeitsprung zu König der Löwen 1. Und zwar gibt's im König der Löwen Zeichentrickfilm eine Szene, die es nicht in den Film geschafft hat. Allerdings kann man diese im König der Löwen Musical sehen, denn dort ist sie nach wie vor vorhanden. Es handelt sich hier um diese Szene, in der Scar sich an Nala ranmachen möchte. Allerdings hat Nala da auch gar keine Lust drauf und lehnt auch ab. Machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung zum zweiten Teil von König der Löwen. Und hier gibt's zwar meines Wissens nach keine Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben, die jetzt etwas mit diesem Thema zu tun hätten, aber es gibt einige Informationen, wie die Story ursprünglich mal aussehen hätte sollen. Ursprünglich war es nämlich geplant, dass Sira seine Partnerin und Königin sein sollte. Dementsprechend war es auch geplant, dass Nuka, Vitani und Kovu ihre Kinder sein sollten. Dies hat man dann allerdings deswegen geändert, weil Kovu und Kiara sonst verwandt gewesen wären. Deshalb wird zur Erklärung auch nochmal extra im Film erwähnt, dass Scar Kovu nur aufgenommen hat. So viel im Großen und Ganzen mal zu Legends. Es gibt hier natürlich noch einige andere Theorien und Fancomics, in denen Scar andere Kinder hatte, wie zum Beispiel Talo. Falls ihr hier noch irgendwelche Theorien habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren mit uns teilen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!